Guten Abend miteinander. Mein Name ist Vinzenz Wolpold und ich werde Sie heute durch das Konzert Dunkler Fluss der Bläserphilharmonie leiten. Eben haben Sie die Ouvertüre Illumination gehört. Der Komponist schreibt dazu: Illumination, lighting up, bringing light. I am especially interested in composing music for young people that allows them a vibrant experience of their own creative energy. A powerful experience of this sort stays in the heart and mind as a channel for creative energy, no matter what the life path. Maslanka spricht hier also besonders die jungen Menschen an. Gemeinsam konnten wir eine kurze Reise vom dunklen, tiefen, rhythmischen Thema ins Helle des Chorales machen. Ganz im Sinne der Erleuchtung gewann die Choralmelodie, welche mit Einsatz der Röhrenglocken am Ende triumphierte und das dunkle Thema vertrieb. Nun wollen wir uns aber dem Fluss des Konzertes widmen. Als nächstes hören Sie Saravus. Aus dem Lateinischen meint es Sar. Damit ist der Fluss gemeint im Saarland an der Grenze zu Frankreich. Es handelt sich um ein Auftragswerk zum 60-jährigen Jubiläum des Bundes Saarländischer Musikvereine. Das Saarland gehörte nicht immer zu Deutschland. Es war sogar zeitweise ein eigenes Land und hatte so auch eine eigene Nationalhymne. Diese stammte von Carlo Grebe und ich zitiere den heutigen Text. Ich rühm dich, du freundliches Land an der Saar, von friedlichen Grenzen umgeben. Nie wieder bedrohe dich Krieg und Gefahr, in dir möchte ich immer zu leben. Und gibst du uns Arbeit, so hat's keine Not, wir werden die Mühe nicht scheuen und Feste auch feiern zum täglichen Brot. Denn du, unser Land, sollst uns freuen. Timo Kras nahm diese Hymne als Ausgangsmaterial und schrieb dafür Saravus, sinfonische Metaphern über das Saarlandlied. Und genau deswegen werden Sie auch als erstes den Anfang der Hymne hören in den Klarinetten. Metamorphosen sind Umgestaltungen, also das musikalische Material der Hymne wird in verschiedene Stile verwandelt, mal spielerisch, tänzerisch, gewaltig, transparent, intim, mit verschiedenen rhythmischen, perkussiven Begleitungen. Hören Sie selbst die verschiedenen Metamorphosen und verfolgen Sie den Fluss der Musik. Thank you.
Thank you.
Vom Komponieren über den Fluss gehen wir nun an den Fluss, by the river. Ich werde nun kurz den Fluss der Geschichte erläutern, aber folgen müssen Sie ihm selbst. Langsam, aber sicher verfolgen wir einen Fluss. Zuerst wippt er hin und her. Wir lassen uns dann mitreißen von seiner Strömung. Ich hoffe, Sie auch. Das Stück scheint von vielen Wiederholungen geprägt zu sein, aber es sind die kleinen Unregelmäßigkeiten, die die Natur ausmachen. So haben wir früh schon unregelmäßige Taktarten hintereinander. Dies können Sie sogar selbst erfahren, indem Sie mit der Musik mitwippen und spüren, wie Sie nicht immer zusammen sein werden. Wir sehen stets neue Landschaften, kehren aber immer wieder zurück zum Anfangsgedanken. Mit Schlagzeug nehmen wir an Fahrt auf, wie wenn man einen Stein ins Wasser springen lässt, wobei vielleicht sogar mehrere Steine einen ganzen Eimer. Die Strömung wird stärker und wir erkennen warum. Wir nähern uns einem Wasserfall an, der uns das Ende des Flusses verkünden wird. Nach By the River bekommen Sie noch 20 Minuten Zeit, um sich in einer Pause auszutauschen. Thank you.
1940 hatten die mutigen Jagdflieger der Royal Air Force Hitlers Ambitionen einer Invasion Englands verhindert. Zu diesem 75-jährigen Jubiläum entstand The Way to Heaven als Auftragskomposition der Royal Air Force Music. Sie haben alle das Programmheft gelesen, denke ich. Dort steht drin, dass die polnische Nationalhymne erklingen wird. Warum? Ist doch ein Stück von der Royal Air Force, also von England. Die Lösung liegt nicht auf der Hand. Unter diesen Jagdfliegern waren nämlich nicht nur britische, sondern auch 16 Staffeln der freiwilligen polnischen Luftwaffe enthalten. In einem Gemälde von Mark Postlethwaite ist festgehalten, wie diese zu einem Luftangriff starteten. Das Gemälde heißt Droga do Nieba, der Weg in den Himmel. Am Anfang verfolgen wir die Vorbereitungen und den Start eines polnischen Jagdfliegers. Deshalb erklingt auch die polnische Nationalhymne Mazurek Dąbrowskiego mit Begleitung der Snare Drum. Ich rezitiere die ersten beiden Strophen und Sie werden erkennen, warum diese abgewandelt auch inhaltlich zur Situation in England passt. Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben. Was uns fremde Übermacht nahm, werden wir uns mit dem Säbel zurückholen. Marsch, Marsch, Dąbrowski, von der italienischen Erde nach Polen unter deiner Führung vereinen wir uns mit der Nation. Danach geht es in die Lüfte, in den Kampf. Doch hier lasse ich Sie selbst erfahren, wie es weitergeht. Thank you.
Der Weg in den Himmel. Doch was hat das mit unserem Thema dunkler Fluss zu tun? Ein polnischer Jagdflieger, der gen Himmel fliegt. Keine Ahnung. Der dunkle Fluss hat tatsächlich noch eine ganz andere Bedeutung. Achtung, es wird etwas abstrakter, etwas abgespaceter. Lassen Sie mich ausholen. Wir Menschen, wir befinden uns auf der Erde. Das ist einer von 8 Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Gemeinsam bilden wir unser Sonnensystem. Es gibt ganz viele Sonnensysteme, Milliarden von Sonnensystemen und insgesamt bilden wir eine Galaxie. Wir leben in der Milchstraße, das ist eine Galaxie. Es wird noch größer, nämlich die größten Strukturen unseres Universums werden von vielen Galaxien gebildet, Galaxienhaufen. Ganz einfach. Jetzt wird es aktuell. Im Jahre 2008 machte der Astronom und Kosmologe Kaslinski folgende Entdeckung. Beim Messen, wohin und wie schnell sich Galaxienhaufen bewegen, musste er feststellen, dass die Galaxienhaufen wie von Geisterhand Richtung Sternbild Centaurus rasen. Und diesen Fluss von Galaxien, raten Sie, wie nannte er den? Den dunklen Fluss. Wir wissen nun also, der dunkle Fluss ist ein Phänomen in den Weiten des Universums. Doch was den dunklen Fluss überhaupt verursacht, woher genau hinfließt, ob es ihn überhaupt wirklich gibt oder ob er nur zu beobachten ist, ist noch ungeklärt. Die Astronomen tappen also wahrhaft noch im Dunkeln. Klar ist jedenfalls, mit dem dunklen Fluss lenken wir unsere Aufmerksamkeit gen Himmel. Thomas Doss, der Komponist unseres letzten Stückes des Abends, schreibt zu seiner Komposition: Seit Menschengedenken weckt der Glanz und die Vielfalt des Sternenhimmels im menschlichen Geschöpf eine tiefe Sehnsucht und Faszination. Ich interpretiere daraus mit der Musik, dass das Menschliche in unserer Musik, die wir gleich hören werden, der nicht zu verwechselbare galoppierende Rhythmus sein wird, sowie der heroische Hörnerruf, den wir dreimal hören werden. Natürlich werden Sie auch harmonisch und motivisch verstehen können, wann die Musik auf der Erde ist, bei uns Menschen, und wann sie im Universum sein wird. Weiter schreibt Doss: In Sidus, steht lateinisch für Himmel, für den Stern, begeben wir uns auf diese Reise und lassen uns hinaufziehen in diese Unendlichkeit. Ich sage, hören Sie dies durch fremde, unbekannte, teilweise aleatorische Klänge. Das Orchester singt, pfeift, wörtlich und bewegt sich ganz weit weg hin zu ungekannten Klängen. Schließlich finden wir uns selbst wieder mit eben diesem galoppierenden Rhythmus und dem erneuten Hörnerruf am Ausgangspunkt unserer Reise auf der Erde wieder und lassen uns von einem schönen Sternschnuppenregen verzaubern. Schließen Sie die Augen und lassen Sie uns gemeinsam diese letzte Exkursion unternehmen. Thank you.
Thank you.
Ich habe gelogen. Es kommt noch ein Stück. Als Zugabe werden Sie hören Lead Me Home von James Hosey. Die Inspiration zu diesem Choral schöpfte der Komponist aus einem alten amerikanischen Gospellied des späten 19. Jahrhunderts. Die Melodie ertönt anfangs ganz tief, ganz warm, in dunklen Klängen, um sie im Verlauf der Komposition immer heller, strahlender, feierlicher werden zu lassen. Ganz im Sinne des Anfangs des heutigen Abends, Illumination, Erleuchtung. Mit diesem schönen Werk zum Mitsummen und als kleines Ohrwurmgeschenk an Sie wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und hoffe, Sie konnten auch neben diesem Ohrwurm noch etwas mitnehmen. Lassen Sie sich nach Hause führen mit Lead Me Home von James Hosey.